Ja, liebe Salzburgerinnen und Salzburger, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen im Gemeinderat. Die Bundesregierung hat zu Beginn der Krise gesagt, in der Corona-Krise sitzen wir alle im selben Boot. Nur, das hat sie gezeigt, einige sitzen auf dem Luxusdeck an der Sonne bei einem jetzt steuerlich privilegierten Prosecco oder Sekt und die Masse der Menschen steht und arbeitet im Maschinenraum des Schiffes. Es macht einen großen Unterschied, ob ich 2 Monate Selbstisolierung in der Stadt Salzburg zu viert in einer 2-Zimmer-Wohnung verbringen muss, ohne Garten, oder ob ich eine große Wohnung habe, Platz für die Yogamatte, Platz für die Kinder. Es macht einen Unterschied, ob ich als alleinerziehende Mutter oder Vater Homeoffice in der Küche machen muss, neben 2 lärmenden Kindern, oder ob ich ein eigenes Büro oder sogar eine Zweitwohnung habe, wo ich mich zum Arbeiten zurückziehen kann. Die Corona-Krise hat gezeigt, es hängt immer noch vom Geldbörsel ab, wie es mir im Alltag und vor allem in der Krise geht. Ich denke, die Stadt Salzburg ist doppelt von der Corona-Krise und der jetzt durch Corona ausgelösten Wirtschaftskrise betroffen. Zum einen durch unsere Abhängigkeit vom Tourismus, wo besonders viele Menschen ihre Arbeit verloren haben oder auch durch Kurzarbeit eine Einkommenseinbuße hinnehmen mussten. Und zum anderen, weil viele Menschen vorher schon ob der teuren Wohnkosten ohnehin finanziell beim Anschlag waren. Wenn man 50% für Miete und Betriebskosten ausgeben muss vom Haushaltseinkommen, kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist, wenn man vor allem nur mehr 55% des bisherigen Einkommens hat, wenn man Geld aus der Arbeitslosenversicherung bezieht, dann bleiben genau 5% über für alle anderen Kosten. Oder wenn man bei Kurzarbeit auf 80% vom bisherigen Einkommen ist und trotzdem gleich viel für das Wohnen ausgeben muss. Das sind Realitäten von tausenden Salzburgern und Salzburgerinnen, die in den nächsten Monaten noch viel schlimmer werden. Die Wirtschaftskrise zeichnet sich schon länger ab. Schon Herbst 2019 war nicht nur in Deutschland die Rede von einer sich anbahnenden Rezession. Die ist jetzt durch Corona quer über alle Sektoren viel schneller und schlagartiger gekommen als erwartet. Ich denke, dass diese doppelte Betroffenheit der Stadt Salzburg es notwendig macht, dass die Stadt Maßnahmen ergreift, wenn man nicht will, dass im Sommer oder im Herbst wir vor einer explosiven Lage stehen. Die Bundesregierung hat gerade beim Thema Wohnen wenig getan, sondern versucht, ein bisschen Zeit zu gewinnen und durch Stundungen das Problem zu vertagen. Es wird aber nicht gelöst. Ein Beispiel: Wenn ich als Familie in Salzburg, sagen wir mal, 1.000 Euro fürs Wohnen zahlen muss, kann ich mit der Stundungsoption der Bundesregierung die 3 Monatsmieten April, Mai, Juni später im Jahr zahlen mit 4% Zinsen. Aber was heißt denn, ich kann es später bis Jahresende zahlen? Wenn ich die 3 Monatsmieten jetzt nicht stemmen kann, muss ich sie dann innerhalb von 6 Monaten nachzahlen. Das heißt, ich zahle im Monat statt 1.000 Euro 1.500 Euro Miete plus noch die 4% Zinsen. Das ist zwar für den Vermieter ein schönes Geschäft, weil wo kriegt man noch 4% Zinsen dieser Tage, aber für viele Mieter und Mieterinnen wird das Problem nicht lösen. Und ich denke, die Gefahr ist schon, dass wenn mit Juni diese 3-monatige Schonfrist endet, dass dann eine ganze Reihe von Salzburger Haushalten in grobe Zahlungsschwierigkeiten geraten und wir wahrscheinlich ab August, bestenfalls September, vor einer riesigen Welle an Exekutionsanträgen und spätestens mit Anfang nächstes Jahr Delogierungen stehen. Ich glaube, da muss man sich als Stadt etwas überlegen. Ideen gibt es viele, die sind auch gar nicht alle von mir, sondern es gibt sehr viele Ideen aus der Forschung, es gibt Ideen vom Forum Wohnungslosenhilfe, Ideen von der Mieterschutzvereinigung und anderen. Ich habe heute in dem Antrag 10 einmal zur Debatte gestellt. Ich denke, ein 1-Millionen-Euro Hilfsfonds ist tatsächlich, wenn er unbürokratisch und in diesem Fall wirklich unbürokratisch gehandhabt wird, schon eine gewisse Erleichterung. Natürlich ist bei ungefähr 82.000 Haushalten in der Stadt Salzburg nicht jeder betroffen. Ein 1-Millionen-Euro Hilfsfonds für Mieter und Mieterinnen löst nicht jedes Problem, aber es kann Pi mal Daumen 1.000 Haushalte mit 1.000 Euro unterstützen. Die durchschnittliche Höhe des Mietrückstandes von Haushalten, die davor stehen, ihre Wohnung zu verlieren, liegt bei einigen 100 bis ungefähr 1.000 Euro. Das heißt, da reden wir nicht von Weltbeträgen. Für die Menschen ist es sehr viel, aber man könnte mit 1 Million Euro bei wahrscheinlich über 1.000 Haushalten eine drohende Räumung zumindest substanziell
verzögern, Zeit gewinnen und die da entlasten. Ich denke, man muss, auch wenn es wichtig ist, sich über Notmaßnahmen wie einen 1-Million-Euro-Fonds Gedanken zu machen. Und ich finde es gut, dass auch die Bürgerliste den heute hier beantragt. Ich habe es am 21. April in leicht anderer Form schon mal eingebracht. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall notwendig. Ich denke, man muss sich aber auch anschauen, was passiert am privaten Wohnungsmarkt. Man kann natürlich über die städtischen Wohnungen sprechen, über die gemeinnützigen Bauträger. Man muss aber auch ganz stark den privaten Sektor in den Blick nehmen und sich da überlegen, wie man vor allem die überteuerten Mieten, die wahrscheinlich trotz Corona und Wirtschaftskrise nicht sinken werden, wie man die in den Griff bekommt. Ob das über Mietenstopp funktioniert oder die Ausweitung der Mietrechtsgesetzregelung zur Deckelung von Mieten, muss man sich anschauen. Aber ich glaube, das ist was, das muss man in der größten Weltwirtschaftskrise seit den 1920er Jahren zumindest diskutieren. Etwas, was die Stadt unmittelbar machen kann, ist die nach wie vor überteuerte Kanalgebühr zu senken. Da reden wir von ungefähr 8 Millionen Euro, die jedes Jahr zu viel eingehoben werden, die nicht für Kanalsanierung verwendet wird. Das sind pro Haushalt 100 Euro. Gibt es auch viele Haushalte in der Stadt Salzburg, für die 100 Euro im Jahr sehr, sehr viel Geld ist. Was im Herbst oder im Winter zunehmend Thema sein wird, das sind die Heizkosten. Da muss man sich anschauen, ob man mit Stadtmitteln den Heizkostenzuschuss des Landes verdoppeln kann. Einfach deshalb, weil es sehr viele Haushalte gibt, die im Winter zum Teil sehr, sehr wenig heizen, bis hin zu kalten, ausgefrorenen Wohnungen. Und da redet man von Menschen in allen Lebenslagen, Frauen, die im hohen Alter in Armut leben, junge Menschen, die einfach die Heizkosten nicht mehr tragen können. Und das ist, wenn man davon ausgeht, wie der Kollege Rösselhuber angedeutet hat, wenn das Coronavirus uns noch einige Monate bis Jahre begleitet, muss man sich überlegen, wie kann man schauen, dass die Menschen möglichst gesund sind, möglichst widerstandsfähig gegenüber dem Virus sind. Da sind natürlich kalte, ausgefrorene Wohnungen das Letzte, was hilft. Das heißt immer, in der Krise liegt eine Chance. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, die Krise ist vor allem eine Krise für die allermeisten Menschen, die sie erleben. Ich denke, diverse Gegensätze werden sichtbarer. Eines davon ist auch der Leerstand in Salzburg. Wer dieser Tage am Abend einmal durch die Stadt geht, kann sehr genau schauen, welche Wohnungen ständig im Dunkeln sind, die nicht bewohnt sind. Das sind die über 700 Airbnb-Wohnungen, die derzeit alle verfügbar sind. Das sind diverse Festspielwohnungen, das ist spekulativer Leerstand. Wohnungsspekulation wird nicht aufhören, gerade bei der Entwicklung der Börsenkurse, gerade in der Wirtschaftskrise wird es zunehmend attraktiv sein. Ich glaube, da muss man auch als Stadt sich überlegen, wie man diese Zweckentfremdung von dringend gebrauchtem Wohnraum tatsächlich stoppen kann. Eine Forderung, die anschließt an die Idee, auch die Konjunktur zu stimulieren, ist der Vorschlag, den kommunalen Wohnbau als Stadt wieder aufzugreifen. Ich denke, das macht aber nicht nur Sinn, um eine erhöhte Steuerungsmöglichkeit für leistbares Wohnen zu haben, auch nicht nur konjunkturpolitisch, sondern es macht auch aus betriebswirtschaftlicher Perspektive Sinn. Die Bürgermeisterpartei vertritt ja das Prinzip, Eigentum ist Hui. Das kann auch für die öffentliche Hand gelten. Es spricht angesichts von historisch günstigen Kreditraten sehr viel dafür, jetzt ein Vermögen in Form von kommunalem Wohnbau zu schaffen, das der Staat für die nächsten 100 Jahre erhalten bleibt. Ich glaube, es gibt sehr viele Ideen, sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, man kann andere Dinge ins Auge fassen. Ich denke, wichtig ist, dass man als Stadt nicht nichts tut und zuschaut, wie sich im Herbst eine explosive Lage am Wohnungsmarkt zusammenbraut. Und das heißt, es ist immer eine Frage des guten Willens. Vor jeder Wahl ist tatsächlich sehr viel an guten Willensbekundungen zum leistbaren Wohnen zu hören. Und es gibt ein schönes Gedicht von dem Journalisten und Autor Thomas Xeller bezüglich dem politischen Willen in Zeiten von Corona, das ich Ihnen kurz näher bringen möchte. Er schreibt: Quarantänehäuser sprießen, Ärzte betten überall, Forscher forschen, Gelder fließen, Politik mit Überschall. Also hat sie klargestellt, wenn sie will, dann kann die Welt. Also will sie nicht beenden, das Krepieren in den Kriegen, das Verrecken vor den Stränden und das Kinder schreiend liegen in den Zelten zitternd nass. Also will sie alles das. Und das könnte man ergänzen um die fast schon sprichwörtliche Wohnungsnot in Salzburg, um die Armut, die immer noch sehr viele Menschen in Österreich betrifft. Und ich denke, wenn die österreichische Politik in den letzten Wochen etwas gezeigt hat, dann, dass sie sehr viel tun kann, um die Menschen vor einer Epidemie zu schützen, dass sie bereit ist,
dazu, in die Grundrechte tiefer einzugreifen, als wir es uns alle in diesem Saal wahrscheinlich vor einem halben Jahr hätten vorstellen können, dass sie bereit ist, massiv in den Markt einzugreifen und dass sie auch bereit ist, gewisse demokratische Grundrechte auszusetzen, wenn es die Situation erfordert. Einen solchen Ausnahmezustand wünscht sich niemand, aber was ich mir wünsche, ist, dass man ein kleines Stück von diesem Willen, politisch Verantwortung in der Krise zu übernehmen, auch anwendet auf die soziale Krise, die uns jetzt in der Weltwirtschaftskrise bevorsteht. Und ich denke, wir müssen gerade in dieser besonderen Betroffenheit der Stadt Salzburg schon darauf achten, dass in der Krise nicht nur die Großen gerettet werden und die Kleinen auf der Strecke bleiben, weil wir eben in einer besonders verwundbaren Position sind. Und es gibt schon von vor 13 Jahren das Beispiel, wie es nicht geht. Und das ist die Weltwirtschaftskrise von 2007-2008, wo sich Banken und große Konzerne mit Milliarden an öffentlichen Steuergeldern saniert haben und die Masse der arbeitenden Menschen dann die Rechnung dafür gezahlt hat. In Form von Kürzungen beim Sozialstaat, in Österreich von der Familienbeihilfenkürzung bis hin zur Kürzung der Mindestsicherung als das Existenznotwendige, in Form von Kürzungen bei Bildung, sogar bei Gesundheit. Und ich denke, man muss schon, gerade aus Salzburger Sicht, auch aufpassen, wie die Bundesregierung die Frage beantwortet, wer die Kosten für diese Krise trägt. Die Tatsache, dass absehbar wird, dass die Aue mit wahrscheinlich über 760 Millionen Euro gerettet wird, ist doch nicht ermutigend. Diese Auerrettung wäre pro Mensch in Österreich 87 Euro pro Kopf. Gleichzeitig gibt die Bundesregierung gerade mal 7 Euro pro Kopf für Kinder in armen Familien aus. Und das wirft schon Fragen nach den Prioritäten auf, wo ich denke, wir müssen als Stadt Salzburg schon in dem Rahmen, wo es möglich ist, darauf achten, dass es einen solidarischen Lastenausgleich gibt. Ich denke, die Corona-Krise wird uns in den nächsten Wochen, Monate weiter beschäftigen. Mein Plädoyer dafür ist, nicht zu vergessen, wie es auch den Menschen außerhalb von diesem Saal geht, nicht nur auf die Stadtbilanz zu schauen, sondern auch zu bedenken, wie die Menschen in der Stadt die Krise konkret erleben.